Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play NES Remix 2. Im letzten Part gab es wieder ein neues Spiel, das wir angefangen haben. Und zwar Super Mario Bros. 2. Und auch in diesem Part soll es wieder ein neues Spiel geben, wo ich noch gar nicht weiß, welches sein wird. Wahrscheinlich Marios Wurzel, aber müssen wir mal noch gucken. Wir machen aber erstmal ein paar Remixe wieder mal, würde ich sagen, weil Remixe eigentlich mal ganz cool sind. Und zwar erstmal hier Level 13. Nämlich, besiege 6 Gegner mit der Feuerballfähigkeit. Okay. Ah, stimmt, ja genau, okay. Ich versuche jetzt gerade irgendwas anderes zu drücken, aber ich kann nur B drücken. Ich kann nichts anderes hier machen. In diesem Level, was auch sehr interessant ist. Ja, dann werde ich, glaube ich, gleich nochmal neu starten. Okay, also wie gesagt, die Feuerballfähigkeit ist sehr interessant, weil ich da so nach vorne rauschen kann. Und weil ich eben auch nichts anderes drücken kann hier in der Mission, brauche ich aber auch gar nicht. Weil ich eben allein durch Drücken von B ziemlich gut, ja, vorankomme. Es sei denn, ich falle zu weit nach unten und sterbe dann. Übrigens hier der Remix-Teil davon ist eben einerseits, dass ich halt nur B drücken darf, aber unten, dass ich auch irgendwie das da so spiegelt, als wäre da unten überall Wasser, was ja auch der Fall ist, weil da ja Wasserfälle sind. Ne, ihr versteht? Ach man, jetzt bin ich in den Typen da reingeflogen, okay. Ja, das ist sogar ein bisschen nervig und irgendwie gar nicht so einfach. Vielleicht mache ich es auch falsch. Ich mache einfach mal jetzt ein bisschen B-Button-Bashing und guck mal, was jetzt dabei rauskommt. Aber ich habe jetzt halt einige Gegner übersprungen hier. Ich meine, ernsthaft, jetzt wurde ich von dem Schwerttypen, oh Mann, wurde ich von dem Schwerttypen erwischt, das ist aber auch nicht einfach irgendwie, ja, aber ich glaube einfach nur immer B zu drücken ist Schwachsinn. Ich sollte schon am besten nur dann B drücken, wenn es auch Sinn macht, also hier so zum Beispiel. Wenn mich eigentlich das Spiel verarschen, ständig laufen irgendwelche Gegner in mich rein, und zwar genau in dem Moment, wo ich gerade meine Feuerballfähigkeit gerade nicht mehr habe. Und das nervt mich ein bisschen langsam, muss ich zugeben. So, bam, bam, okay, sehr schön. Nein, geh weiter, Kirby. Geh weiter nach... Mann, Kirby, du blöder Idiot. Wärst du doch ein bisschen weiter nach oben gegangen. Das ist doch nicht so schwierig jetzt. Also ich habe eigentlich das jetzt nicht als so eine mega schwierige Mission in Erinnerung. Das hier aber... Aber what the fuck? Ich stelle mich gerade wieder mal an wie der letzte Idiot. Das kann jetzt vielleicht noch sogar ein bisschen dauern. Ich bin mal gespannt, wann ich zum ersten Mal hier in dem Projekt schneiden muss, weil ich so lange ansonsten... Jetzt habe ich mich wieder drüber gesprungen. Weil ich so lange ansonsten... Was? Weil ich ansonsten so lange brauchen würde. Ich hoffe, dass das erst relativ spät der Fall sein wird. Also bei NES Remix 1 habe ich auch erst relativ spät dann mal irgendwann schneiden müssen. Und ich möchte eigentlich, dass es auch hier erst relativ spät dann... What the fuck? Dass es auch hier dann erstmal relativ spät irgendwann der Fall sein wird. Aber ich hab halt irgendwie auch so wenig Kontrolle, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich stelle mich auch nicht gut an. Das muss man schon auch zugeben. Das war jetzt auch seltsam. Näh. Ah, das war jetzt so blöd, da bin ich jetzt ganz, ganz blöd irgendwie, das ist sogar ja auf dem Boden gerade eben aufgekommen, deswegen war jetzt mein ganzes Timing irgendwie ziemlich im Eimer leider. So, also dich, ey, das gibt's doch nicht. Warum habe ich jetzt hier solche Probleme? Ich habe das eigentlich nicht als eine schwierige Mission in Erinnerung hier, also ich kann mich noch an ein paar Missionen erinnern, die sehr, sehr schwierig waren, aber diese hier gehört... Hä? Aber diese hier gehört ja nicht dazu eigentlich, aber irgendwie krieg ich gerade überhaupt nichts hin. Das ist echt blöd. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Jetzt fliege ich wieder in den Typen da rein. Nee, diesmal nicht, weil der nicht hochgesprungen ist diesmal. Das ist so seltsam. Jetzt fliege ich aber in den gleich rein, ja, und bin wieder tot. Ja, das ist so... Mann, das ist doch scheiße. Warum kriege ich das nicht hin? Das gibt's doch nicht. Jetzt verschwende ich hier so viel Zeit. Wegen dieser einen blöden Mission. Ich meine, jetzt doch wieder einfach ein bisschen Button-Bashing. Vielleicht klappt es ja doch besser. Aber ich fliege jetzt halt über alle Gegner hinweg. Das ist ja auch... Ich habe jetzt noch gar keinen Kill bisher. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Jetzt killt mich gleich wieder der Typ hier. Nee, passt. Ich meine, kann ich auch hier sowas machen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es doch besser, einfach Button-Bashing zu machen, aber ich glaube nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass man die Mission relativ schnell abschließen kann, wenn man denn alles richtig macht, aber es ist halt überhaupt nicht einfach, alles richtig zu machen, finde ich. So. Okay, das war jetzt knapp. Ach Mann, ey. Aber, oh Mann, das ist so blöd, aber wenn ich den einen Typen da erwische, dann fliege ich in den nächsten wieder rein. Das ist irgendwie, das Timing von dem Feuerball ist ganz, ganz eklig, weil es genau dann wieder aufhört, wenn gerade wieder ein Gegner vor mir ist, der mich dann wieder umbringen will. Das ist so eklig einfach nur. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen besser. Nein, das gibt's doch nicht. Das wäre eigentlich perfekt gewesen, habt ihr gesehen. Mir hat nur noch einer gefehlt und es hätte nur noch der Schwerttyp gefehlt. Aber dann bringt er mich um. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Warum hänge ich jetzt hier so lange? Das gibt's doch nicht. Okay, das ist aber auch wieder, das ist jetzt auch wieder ein guter Versuch. Und nein, wehe. Und wir haben es, okay. Ja. Und wehe, ne? Okay, ich dachte jetzt schon, wenn ich unter 10 Sekunden bräuchte für Shiny, dann wäre ich jetzt ein bisschen ausgerastet, aber es passt alles. Und... Yay, ein neuer Titel, nämlich Zelda 2 The Adventure of Link. Ja, auch ein wunderbares Spiel, auch ein total einfaches Spiel und so. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie ich mich daran so anstellen werde. Ach ja. Da-d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 a
Ja, das wird auch dann sehr interessant werden, aber dazu kommen wir dann erstmal irgendwann später. Erstmal jetzt noch der nächste Remix, der hoffentlich jetzt ein bisschen schneller gehen wird, als es gerade eben. Das war ja gerade echt erbärmlich. Eliminiere alle Viren, okay? Es sind nur 4, das ist okay. Was ist hier der... Okay, das ist der Witz. Okay, ja, das ist nicht so einfach. Weil, ich meine, ich muss mir immer merken, bei Dr. Mario schon, muss ich mir schon gemerkt haben, was jetzt für Farben die Pillen haben, dass ich die dann eben sinnvoll benutzen kann. Ja, ist okay, aber ist eigentlich trotzdem machbar, denke ich mal. So, ich brauche nur noch gelb. Ja, danke. Oh man, das ist immer so nervig bei dem Spiel. Irgendwie, da habe ich immer das Gefühl, wenn einem eine Farbe fehlt, dann kommt die 100 Jahre lang nicht. Also, das kommt mir wirklich immer so vor. Und ist aber auch shiny. Okay, das ging jetzt auf jeden Fall deutlich schneller. Gleich im ersten Versuch, kein Vergleich zu... dem gerade eben bei Kirby mit der Feuerballfähigkeit. Das war schon auf jeden Fall sehr interessant. Na gut. Dann auch gleich weiter mit dem nächsten Remix. Und zwar von Mario Bros. 2. Besiege die unsichtbare Birdo. Okay, also hier steht jetzt die Birdo. Aber wie gesagt, eigentlich ist Birdo... Hä, was? Ist sie so weiter rechts oder eher? Ja, okay, das ist interessant. Aber eigentlich ist Birdo, glaube ich, schon männlich. Ne? Also ich habe die Kommentare von dem letzten Part, wo ich das erwähnt habe, noch nicht gelesen. Aber ich meine eigentlich, dass Birdo... tatsächlich halt männlich ist, aber halt sich gerne für eine Frau ausgibt und für eine Frau hält, ne? Also ihr wisst schon. Werde ich jetzt nicht mal unbedingt weiter ausführen, aber ich glaube, das ist Birdo, ne? Eigentlich doch schon, dachte ich. Naja. Auf jeden Fall war auch shiny. Auch gegen den oder das unsichtbare Birdo sind wir ganz gut eingekommen und haben auch schon das nächste Remix-Level freigespielt, Nummer 16. Das wir uns auch gleich angucken werden. Wenn das was mit Various Woods zu tun hat, dann machen wir noch Various Woods vorher. Nee, immer noch nicht. Das ist echt komisch, weil... Ich meine, also eigentlich ist es so, dass hier bei Remix 1 all die Spiele vorkommen, die man von Anfang an hat. Und das wären eben Mario Bros. 3, Dr. Mario, Mario Bros. 2, Kirby's Adventure und Various Woods. Aber Various Woods kam jetzt noch gar nicht vor hier. Das ist ein bisschen seltsam, finde ich. Aber da machen wir jetzt mal nicht hier noch weiter, solange wir noch welche übrig haben. Besiege 5 Stachis. Okay. Ja, das ist jetzt hier ein... Ich hätte den Power... Na, das war jetzt aber auch blöd. Ja, nee, machen wir nochmal einen Neustart. Das hier ist ein Minispiel von Mario Bros. 3, das man spielen konnte, wenn man den Multiplayer gezockt hat. Und die... Ach Gott, das ist ein Chaos hier. Und dann die beiden Spieler... Ey, das ist ja komplett... Schlimm schon wieder. Und dann die beiden Spieler ineinander gelaufen sind, also halt ein Spieler an denselben Ort hingegangen ist, wo der andere sich gerade befindet. Und dann konnte man hier so ein tolles Minispiel spielen, wo dann, das war knapp, wo man dann eben gegeneinander kämpfen kann. Da konnte man dann auch irgendwie dem anderen Leben abzocken und auch Punkte und so weiter, die er gesammelt hat, glaube ich. Also das war eigentlich eine ganz witzige Idee. Das beruht natürlich auf dem Spiel Mario Brothers oder Mario Bros. Oder wie auch immer. Und das war sogar... Das war sogar nicht mal shiny, das gibt's ja nicht. Müssen wir gleich nochmal machen dann. Aber das sollte, glaube ich, dann doch schon relativ schnell machbar sein, denke ich mal. Und da ist wieder Kirby. Nee, irgendwie Various Woods kommt hier irgendwie erstmal gar nicht. Das finde ich schon komisch irgendwie. Naja. Ich sollte, glaube ich, doch einfach, glaube ich, den Powerblock aktivieren. Und zwar jetzt. Achso, aber stimmt, ein Typ kam doch gar nicht raus. Ja, den muss ich jetzt noch extra töten, aber es ist auf jeden Fall trotzdem schon schneller als gerade eben. Also es geht wahrscheinlich noch schneller. Vor allem, wenn ich es auch irgendwie schaffe, meinen zweiten Mario wirklich sinnvoll einzusetzen, dann geht es bestimmt noch schneller, weil ich meine, ich habe ja zwei und die sind beide gleichberechtigt, also ich kann mit dem einen killen oder mit dem anderen, das ist, glaube ich, egal. Aber das Problem ist halt, dass ich das noch nicht wirklich hinbekomme. So, jetzt habe ich mal hier alle nein, jetzt habe ich, oh Gott, jetzt habe ich den Powerblock ein zweites Mal aktiviert, das wollte ich natürlich nicht, liebes Spiel. Das wollte ich gewiss nicht. So, wir warten wieder. Okay. So, und jetzt hier alle killen. Naja. Ist es dein Ernst? Ich habe jetzt nur noch auf den oberen geschaut. Und der untere hat jetzt den Powerblock nochmal aktiviert. Und dadurch ist der ganz obere Stachi in mich reingeflogen. Das ist unfassbar. So, nochmal. Okay, diesmal muss ich jetzt ein bisschen besser aufpassen, dass es nicht nochmal passiert. Das war knapp. Okay. Das war jetzt vielleicht unter 10 Sekunden, oder? War es überhaupt? Ja, war. Er hat sogar deutlich drunter. Und das reicht jetzt auch. Gut. Puh. Es gibt bestimmt irgendwie eine Taktik, die sogar noch schneller ist als diese hier, könnte ich mir vorstellen. Aber hat ja so auch ausgereicht, deswegen ich bin zufrieden. Gut, dann gleich das nächste. Und zwar Level 17. Erreiche das Ziel, ohne auszuatmen und ohne Schaden zu nehmen. Ja, auch stimmt, ja. Okay, an diesem Level habe ich auch... Na shit, ey. Bei diesem Level habe ich auch Albträume, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch ein sehr schwieriges. Also ich darf nicht ausatmen, kann deswegen immer nur so ganz, ganz eklige Sprünge machen und darf hier keinen Schaden nehmen. Ist auch noch alles schwarz-weiß, aber das ist jetzt kein... Ja, Gott. Das ist aber kein so großer Nachteil, aber halt die... Ja, die Tatsache... Schnell... Oh mein Gott, war das knapp. Halt, da oben ist schon das Ziel, glaube ich. Rein da, okay. Aber die Tatsache, dass ich halt keinen Schaden nehmen durfte,
Unterhalt relativ schnell durchkommen musste. Ist nicht einfach auf jeden Fall, aber es reicht wahrscheinlich gut. Aber wie gesagt, ich hatte eigentlich das hier als eine relativ schwierige Mission in Erinnerung, aber hat ja trotzdem geklappt. Deswegen, ne, passt alles. Und ein Peace Witch, yay. So, kriegen wir Level 18 schon an, dann kriegen wir das bei 125. Dann machen wir jetzt erstmal was anderes. Ja, dann fangen wir jetzt halt doch mal mit Various Woods an, auch wenn es jetzt bisher irgendwie bei Remix nicht vorkommt, keine Ahnung. Aber wird vielleicht noch vorkommen irgendwie. Mal schauen. Aber erstmal machen wir jetzt Various Woods. Das ist auch ein absolut verhasstes Spiel hier in NES Remix 2, was ich so mitbekommen habe von anderen Spielern. Ich finde eigentlich, dass es ganz okay ist. Es ist schon ziemlich kompliziert, aber wenn man mal dahinter kommt, hinter die ganzen Taktiken, dann ist es eigentlich ziemlich gut machbar, finde ich. Also es gibt trotzdem einige sehr, sehr schwierige Stages hier. Und ich persönlich finde auch, dass es auch hier wieder zu den schwierigsten Spielen dazugehört, die es hier in NES Remix 2 gibt, das schon. Aber ich finde nicht, dass es so schwierig ist, wie viele andere sagen. Aber sehen wir schon noch. Okay, weil vor allem ist es nämlich, ja hallo Wario, vor allem ist es nämlich so, dass häufig einem Tipps gegeben werden, was man denn überhaupt so machen muss. Weil ich glaube, es ist so, dass man hier, ja, dass die meisten Stages einfach Tutorial-Levels sind, die man spielt. Das werden wir da noch genauer sehen. Auf jeden Fall Ziel ist es, immer diese Monster hier aufzureihen, so ähnlich wie in Dr. Mario. Man muss aber immer dafür Bomben hernehmen. Also einfach nur die aufzureihen bringt nichts. Man muss auch da eine Bombe dabei haben. Und es müssen mindestens zwei Monster und eine Bombe sein. So, Press the A-Button steht jetzt nämlich da oben. Und dann kann ich das einfach schon schaffen. Also jetzt bei den ersten paar Stages einfach mal lesen, was da steht. Turn right and press A-Button. Zack, und dann, was muss ich da machen? Da steht es aber nicht mehr dran. Was, turn right and press A, habe ich da aber gemacht. Was muss ich jetzt machen? Jetzt bin ich aber doch verwirrt. Ich meine, also eigentlich, okay, das ist komisch, time up. Bin ich sogar schon game over, super. Ja, das sage ich noch, dass es eigentlich einfach ist und dann sowas. Ich meine, also eigentlich, wie gesagt, bei diesen, jetzt müssen wir das Tutorial nochmal angucken, oder? Na toll. Okay, ja, ich sollte das, glaube ich, schnell hinkriegen, weil ansonsten das ultra nervig wird. Ich kann es auch nicht überspringen, ne? Nee, leider nicht. Auf jeden Fall ist es bei den meisten Stages halt wirklich so, dass oben steht, in dieser kleinen Textbox, was man tun muss, um dieses Rätsel, das da vor einem ist, zu lösen. Aber offenbar musste ich da jetzt noch einen Schritt mehr machen bei dem Rätsel gerade eben, der mir jetzt irgendwie nicht gesagt wurde, was ein bisschen blöd jetzt leider war. Auf jeden Fall, wie gesagt, Prinzip ist halt eben, dass ihr halt, habe ich ja gerade eben schon gesagt, dass ihr zwei Monster mindestens aufreiht. Entweder horizontal, vertikal oder auch diagonal, das geht ja auch, wie wir gerade eben zum Beispiel gesehen haben. Und dann muss aber auch noch da eine Bombe dabei sein und dann werden die explodieren. Und ansonsten ist es halt quasi wie Dr. Mario oder Tetris oder sowas, nur halt ein bisschen komplizierter. Weil eben euer Toad da rumläuft und eben die Bomben und Monster auch greifen kann. Er kann entweder alle Monster eines Turmes auf einmal greifen oder auch nur einzelne und sowas, also ist schon alles ein bisschen kompliziert. So, also A drücken, ja. Jetzt gleich muss ich... Achso, warte mal, Ach, turn right. Ach, ich bin ja komplett blöd. Ich habe mich nach links gedreht. Ja, das ist natürlich dumm, wenn man links und rechts nicht auseinanderhalten kann. Ja, okay. Drück nach unten, dass die Monster schnell verschwinden. Genau, nach unten drücken, genauso wie in Dr. Mario oder auch Tetris. Dann können die Blöcke schneller nach unten fallen. Okay. Gut, und das dürfte jetzt aber shiny gewesen sein, hoffe ich mal. Ja, dann müssen wir uns auf jeden Fall die Demo nicht noch ein weiteres Mal angucken, wo ich auch sehr froh drüber bin. Und Level 18 freigespielt von Remix, sehr schön. Da können wir jetzt mal kurz gucken, ob das jetzt dann endlich mal Various Woods ist oder immer noch nicht. Endlich mal. Okay, Level 18 ist Various Woods. Sehr schön, dann ist ja doch gut, dass wir daran angefangen haben. Wunderbar. Gut, dann Level 2. Und immer schön die Textboxen lesen. Climb, grab, red monster and was? Toss left. Okay. So, genau. Und so. Okay. War jetzt schon ein bisschen komplizierter hier, aber trotzdem noch machbar. Press A und B Button at the same time. Zack. Dann können wir die alle verschwinden lassen und dann hier noch die drauf. Genau. So. Und das letzte, da müssen wir jetzt einfach alle Monster verschwinden lassen. Okay, gut. Dann machen wir hier eine rote, die werfen wir da rein. Und eine weiße hoffentlich, die werfen wir da rein. Okay, ziemlich einfach eigentlich. So, und es gibt einen großen Unterschied eben, ob man Gegner oder allgemein Objekte mit A oder mit B greift. Wenn ich halt drei Monster übereinander vor mir habe und ich drücke A, wenn ich vor diesem Turm stehe, dann greife ich alle drei Monster oder halt auch alle drei Objekte, wenn da auch Bomben dazwischen sind, alle drei Objekte auf einmal. Wenn ich den B-Knopf drücke, dann nehme ich nur den, vor dem ich gerade stehe. Also halt dann in dem Fall den untersten, genau. Und ich kann aber auch, wie wir gerade eben gesehen haben, Türme auch nach oben klettern. Und ich kann auch einfach dann in der Mitte des Turmes B drücken. Und dann kann ich mir eben einen von den mittleren Monstern herausnehmen und auch den einzeln. Und wenn ich halt A drücke, dann nehme ich immer mehrere Monster auf einmal. Und bei B eben einzelne, genau. Was wir gerade eben gesehen haben, noch wenn ich A und B gleichzeitig drücke oder auch nach oben, das geht glaube ich auch, dann kann ich den kompletten Turm, den ich gerade in Händen halte, fallen lassen. Und ich lande dann oben drauf auf dem Turm. Also ziemlich kompliziert schon. Schließlich
diesem Level maximal 2 Minuten ab, okay? Mach mal dich weg und dich weg. So. Dich hier hin. Dich hier hin. Bombe kommt her. Zack. Die weiße Bombe ist mir egal. Ich brauche noch so eine, genau. Und zack, okay. Gut. Und ja, wir müssen gleich weiter, weil ja, es ist noch nicht vorbei. Genau, da kommt noch mehr, leider. Eine grüne, die packen... Ja, das ist aber ein bisschen blöd, weil ich habe jetzt noch einen einzelnen grünen, leider. Aber ist okay. Dich machen wir so. Dich so... Okay, der blaue fällt eh schon rein, perfekt. Und ja, das passt auch schon. Wunderbar, alles nach unten sausen lassen und fertig. Okay, was ist? Oder kommt noch was? Nee, das war's, glaube ich, oder? Da steht auf jeden Fall Goal. Das ist normalerweise ein gutes Zeichen. Ja, bin ich fertig. Yay, sehr schön, okay. Also wie gesagt, ist schon alles ein bisschen kompliziert. Das ist schon richtig. Wenn man sich aber ein bisschen damit befasst, also wirklich nur ein bisschen damit befasst, dann kann man das eigentlich schon... Oh cool, Metroid. Da kann man das eigentlich schon ganz gut lernen, alles, finde ich. Was denn so jetzt die verschiedenen Aktionen sind. Und vor allem auch, wann diese bestimmten Aktionen sinnvoll sind und wann eher nicht, wann man eher A drücken sollte, wann eher B, wann man nach oben drücken sollte, um den Turm umzudrehen quasi, oder halt nicht umzudrehen, aber um ihn halt eben nach unten fallen zu lassen, dass man dann selber oben landet und so weiter. Also werden wir dann alles auf jeden Fall noch später bei weiteren Leveln von WarioWare sehen. So, Metroid. Metroid war auf jeden Fall schon auf dem NES ein ziemlich cooles Spiel. Das habe ich aber leider auch nie ganz durchgespielt. Das habe ich mal ein bisschen gespielt, aber leider immer nie ganz geschafft, weil ich dann immer ewig lang rumgeirrt bin. Aber da werde ich dann noch später mehr dazu erzählen. Also immer wenn wir ein neues Spiel starten, kann ich euch auch erzählen, wie so meine Erfahrung bisher mit diesem Spiel war. Bei WarioWare, wir machen mal noch Stufe 4 auch noch, würde ich sagen. Bei WarioWare war es bisher so, dass ich das Spiel vor NES Remix 2 überhaupt gar nicht kannte. Also auch hier ein unbekannteres. Lass alles verschwinden, greife Monster mit B. Press die B-Button, genau, und wieder abwerfen. Das haben wir jetzt gesehen. Mit dem B-Knopf kann ich eben nur ein einzelnes Monster oder ein einzelnes Objekt greifen. Climb and grab, was? White Bomb with B. Ja, genau, damit das alles runterfällt. Dann noch nach oben drücken, um das fallen zu lassen. Und dann können wir alles verschwinden lassen. So, dann lass alle Monster verschwinden. Okay, was kommt als erstes? So eine. Mach mal hier so. Und dich machen wir so. Und dich machen wir mal so. Okay, blaue, perfekt. Dich so, sehr schön. Dann dich so. Und dich so. Okay, gut. Puh, sah eigentlich auch ganz schön aus, finde ich. Und war auch ziemlich schnell. In meinen Augen zumindest. Ja, es war ziemlich schnell und deswegen kriegen wir Shiny. Yay! So. Dann auf jeden Fall jetzt würde ich sagen, noch den Remix Nummer 18. Würde ich sagen, das ist ja auch ein WarioWare Remix. Und danach dann noch irgendwas, je nachdem, ob wir dann noch danach Zeit haben. Das war dann auf jeden Fall wieder Mario Bros. 2, glaube ich. Aber erstmal jetzt noch der Remix Nummer 18, richtig? Und zwar folgendes. Gewinne gegen den grünen Toad. Okay. Ja, ich weiß nicht, also vielleicht hatte Varios Wurz dann halt auch einen Multiplayer oder so, keine Ahnung. Kann gut sein. Wie gesagt, auch auch diagonal ganz, ganz wichtig. Oh, scheiße. Auch dran denken, dass diagonal immer eine Option ist, die man hat. Genau, jetzt habe ich hier auch, das ist jetzt sogar ein bisschen blöd. Jetzt habe ich auch einen Edelstein erscheinen lassen, weil ich so viele Monster hintereinander habe explodieren, zum Explodieren bringen können. Und dann kriegt man da immer noch einen Edelstein, der einem dann mehr Punkte bringt. Aber das ist eigentlich sogar ein bisschen blöd, weil der ja dann ein bisschen im Weg ist. Weil diese Edelsteine, die kann man, glaube ich, nicht greifen. Und die sind dann eher im Weg, als dass die einem helfen. Also ich meine, normalerweise im eigentlichen Spiel sind die gut, weil ich dann mehr Punkte bekommen kann. Aber hier für einen Speedrun, wie bei NES Remix 2, eben sind die eher schlecht, diese Edelsteine. Weil ich die eben nicht aufheben kann und das quasi noch extra Monster sind, die ich, glaube ich, auch wegmachen muss. Wenn ich wirklich den wie soll ich sagen, also wenn ich wirklich den ganzen Bildschirm eben wegmachen will, dann muss ich, glaube ich, auch die Edelsteine wegmachen. Und wie gesagt, die tauchen dann auf, wenn man, ich glaube, 5 oder 6 Monster auf einmal verschwinden lässt. Und das war ja auch gerade eben der Fall. Gut. Remix 9, nee, machen wir erstmal nicht. Wir machen jetzt erstmal noch was anderes. Wir haben ja noch einiges andere an Stuff nachzuholen. Wir machen noch einfach mal so Mario Bros. 2, weil warum denn nicht? Und zwar, erreicht die andere Seite mit dem fliegenden Teppich. Ja, dann greifen wir einmal lieber. Wir warten. Greif an, greif an. Ja, ich hätte vielleicht schon früher drauf gehen können, aber ich wollte es ein bisschen mehr auf Nummer Sicherheit machen. Das hier ist, was ist für ein Level? 1, 2 normalerweise. Oder ist es 1, 3 sogar schon? Ja, 1, 2 oder 1, 3, das weiß ich jetzt sicher. Auf jeden Fall irgendeins ist Welt 1. Überwinde die Stacheln und geht durch den Ausgang auf der anderen Seite. Ach, das ist der Quatsch, ja, wo ich den Typen da brauche. Genau, dieses Gefährt, was auch immer, wo ich hier auf die andere Seite muss. Übrigens, wenn ich den Supersprung auflade, das sieht sehr verpixelt aus irgendwie da, aber mein Gott, das ist ja ein NES-Spiel. Was will man machen? So, sehr schön. Und, das ist ein richtig cooles Level. Da kommt nämlich einfach mal Birdo in einem Level einfach mal irgendwie so vor. Also nicht am Ende als Bosskampf, sondern einfach irgendwie so. Und man muss die Eier von ihm benutzen, um zur anderen Seite zu kommen, was ich auch extrem witzig finde. Okay. Ja, war eigentlich ganz gut, finde ich, oder? Yay, war es auch. Sehr schön. Wunderbar.
Und Level 20 haben wir auch schon. Sehr cool. Also beim nächsten Mal können wir dann vielleicht schon Remix 1 abschließen. Denke ich mal. Könnten wir eigentlich hinkriegen. Muss ich mal schauen, aber doch, warum denn nicht? Spricht eigentlich nichts dagegen. Und dann machen wir mal noch Kirby, würde ich einfach mal sagen. Kirby Level 7 können wir noch machen und dann was, glaube ich, auch schon. Geht durch den Ausgang am Ende des Levels. Okay, ich habe das Speedy, sehr schön. Hui. Ich glaube, ich kann mit dem Ding nicht springen, oder? Nee, kann ich nicht. Ich habe es gerade ausgetestet, aber kann ich nicht. Nee, okay. Aber, na komm, Kirby. Aber einfach entlangrollen, alles mögliche platt machen, ist ja auch ganz... Ah, das sind Stacheln! Oh Mann, das sind an der Stelle Stacheln, natürlich. Okay, aber wie kann ich denn das Video eigentlich abbrechen? Ja, wahrscheinlich, wenn ich einfach vom B wieder runtergehe, denke ich mal. Das muss ich auf jeden Fall halt gleich machen an der Stelle, dass ich es dann wieder abbreche. Es wäre ganz cool, wenn ich springen könnte. Aber kann ich, wie gesagt, leider nicht. So, abbrechen. Nein, brech... Hä? Das ist jetzt komisch. Okay, warte mal, ich muss mal jetzt kurz testen, wie ich das eigentlich abbrechen kann. Okay, ich drücke gerade gar nichts mehr. Hä, wie kann ich denn... Okay, A und B gleichzeitig? Ah, okay. Das ist interessant. Also, vielleicht geht's auch doch schon nur mit A. Und mein A-Knopf funktioniert nur irgendwie nicht oder sowas, aber... Nee, okay, ich muss A und B gleichzeitig drücken. Das ist sehr interessant. Und dann kann ich den Reifen abbrechen. Okay, das werde ich dann auch gleich an der Stelle natürlich wieder machen. So. Ja, abbrechen. Okay, hier nach oben. Und gleich wieder weiterrollen. Hui. So, hoffentlich kommen keine... Nee, hier ist schon das Ziel. Perfekt. Gut. Ja, und war ja dann eigentlich dementsprechend auch nicht verkehrt, oder? Denke ich mal. Ja, yep, war auch wieder shiny. Sehr schön. Haben wir auch wieder in diesem Part einiges an Fortschritt gemacht, auch wenn der Anfang vom Part ein bisschen, ne, so der Lava, wo ich da mit dieser Feuerballfähigkeit von Kirby da hier bei, was war das für ein Remix? Wer war denn das? Der hier, genau, Level 13. Wo ich da ewig lang gebraucht habe, das war ein bisschen ärgerlich, aber passt jetzt trotzdem noch alles. Gut, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's für diesen Part von Let's Play NES Remix 2. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier wieder mit einigen neuen Spielen weitergehen wird. Oder genauer gesagt, einem neuen Spiel. Also wir werden wahrscheinlich beim nächsten Mal dann auch Remix 1 abschließen. Und dann auch mit, ja, vielleicht hier so von rechts nach links einfach durchgehen, so ungefähr zumindest. Mit Punch-Out vielleicht anfangen, aber vielleicht auch mit einem anderen. Ich werde es wieder dann vielleicht von irgendwas anderem abhängig machen, da werden wir dann schon noch alles beim nächsten Mal sehen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.